Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tomb Raider. Soll ich auf ein Leuchten achten oder auf ein mystisches Summen? Mystisches Summen ist schon ganz in Ordnung, glaube ich. So, ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen lauter als die letzten paar Folgen. Es tut mir extrem leid. Wie gesagt, das Mischpult ist noch nicht perfekt eingestellt. Und deswegen kann es da hier und da noch zu Soundproblemen kommen. Deswegen sei es mir verzeiht. Halt, warten, schneller. Das Leben eines Soldaten. Ja. Tut mir eben leid, aber wie gesagt, jetzt sollte es besser funktionieren. Besser sein. Und ja. Der Sektor sieht leer aus. Schauen mal, ob wir hier einen von den Herren mal hergelockt bekommen. Was gefunden? Alles klar. Sieh dir das an. Mal schauen, ob wir das besser hinkriegen als gestern. Das hat ja nicht so wunderbar funktioniert. Ich kann aber auch keine Waffe auswählen, das ist richtig. In dem Bereich geil. Ist nichts. Oh mein Gott. Dreh dich doch, Alter, den hätte ich jetzt so holen können, ey. Dreh dich doch um und. Oh mein Gott, jetzt geht das da lang. Scheiße, da die Leute. So. Hab hier in den Busch. Wie sieht die Zauberkiste überhaupt aus? Die Zauberkiste. Ja, komm hierher, Kollege. Komm. Komm her, Bautzi, komm auf meine Seite. Ja, komm. Komm, Fifi. Ja, brav. Komm. Hier ist sie nicht. Komm rüber. Verreck, du Schnecke, Alter. Warum plötzlich so hektisch? Das ist für hektisch, Alter. Halt mal dein Maul. Lelelele. Konnte das nicht etwas warten? Die sind halt echt ein hartes Problem da, ne? Die stehen halt einfach nur da. Der Sektor sieht leer aus. Ist sie nicht. Zum letzten Mal. Wir haben hier, hier und vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht. Ist das wichtig? Wenn wir was übersehen haben, sollten wir alles nochmal durchgehen. Fuck. Ja, das stimmt. Okay, steht der Fluss jetzt höher oder niedriger als vorhin? Hör auf, Mann. Frag mich doch nicht immer sowas. Hängen die alle da hinten in der Ecke? Der kann ja wohl nicht wahr sein. Wurde, hab ich alles vergessen. Na toll. Das ist ja richtig, das ist ja richtig toll, du. Kann er mir hierher kommen? Fuck it. Was gefunden? Ja, deine Mutter, Alter. Ja, komm. Komm hierher, komm. Komm hierher, komm. Komm. Komm doch, Junge, Alter. Das ist eine Sackgasse. Oh mein Gott. Schisch, Lan, schisch. Schisch, was ist los? Hast du irgendwas? Ja, deine Mutter. Wenn es etwas zu berichten gibt, melde ich es. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Wo ist denn der jetzt? Jetzt läuft er wieder da hinten rum, oder was? Warum plötzlich so hektisch? Hä? Ach nee, da ist er. Das kann doch nicht wahr sein. Weißt du, die stehen halt genau da, die Idioten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was gefunden? Ja, ein Affenarsch. Oh mein. Ohne den Regen wäre es einfacher. Ja, geil, wie. Wie
zur Hölle soll ich den jetzt holen? Ich schwör dir, wenn der jetzt hierher kommt und ich den kill, 100 pro kommen dann die zwei Kumpanen von ihm und was weiß ich was. Ja, sag ich doch. Ja, hab ich doch gesagt, Alter. Zielperson hat sich zurückgezogen. Hier, ich bin hier. Komm her. Das ist gleich dein Blut. Komm her. Komm schon. Mist. Komm her, komm schon. Ja, komm her. Komm her, komm schon. Komm schon. Oh, Scheiße. Ich seh mich. Fahrrecke, du Schnecke. Buja-Kascha. Die hätten wir erledigt. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. Dumm. Die, Motherfucker. Findet Lara Croft, wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Das mit Croft. Ich hab ja. Das war knapp. Erst will Dominguez die Schatulle und jetzt sagt Rock, wir sollen Croft suchen. Auf wen sollen wir hören? Naja, sag mir wenigstens, wenn du weg bist. Ja, vielleicht hört mir mal Ablenkungsobjekte. Ja, das könnte noch nützlich sein, aber ich glaube, ich kann den auch so holen. Den hätten wir auch. Aua. Ich sitze immer so unbequem und tue mir die ganze Zeit die Füße weh, weil die irgendwann anfangen einzuschlafen. Autsch. Scheiße. Not so good. Jonah lebt dann so. Ich sehe Vorbebenschäden in Juliet 3. Schön. Ein Felssturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Tja. Honorato ist tot, die Schatulle ist weg. Jonah, Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Verdammt nochmal. Tja.
Inventar, was haben wir denn? Wir haben nichts. Gold. Ah, cool, wir können wieder uns... Naja. Ich schaue nochmal ganz kurz. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal immer, ne? Was gibt's denn jetzt sonst noch so? Hä? Ja, das passt eher nicht so. Militärisch auch. Okay, kommandomäßig. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Neue vom DLC, was es da dazu gab. Wollte nur mal gucken. Aber ich glaube, wir nehmen mal unser altes wieder, was wir ein paar Mal hatten. Das hier nämlich. Huch. So. Einfach nur, weil ich finde, dass es so gegenpasst. Und es passt irgendwie auch zu Lara. Mal schauen, wir haben 4 Punkte. Was können wir denn nehmen? Linkspatron, bedeutet Gegner kurzzeitig, hilft ihnen sich zu verstecken. Ja, gut, aber ja. Nicht unbedingt HRs, das seltene Tiere zu finden, aber. Objekte, das ist ja so eine Sache. Schalte die nächste Waffen-Upgrade-Stufe frei. Ach, erhalten, okay, achso. Okay, lautlose Kills, kannst du. Ach komm, wir nehmen das hier. Sehen Sie fallen, Überlegensinstinkte. Ach komm, da kann ich nämlich das mit dem, ja, mit den Händlerfalschen da machen. Das wäre extrem cool eigentlich. So. Da. Was liegt denn da noch? Ich kann doch nichts machen hier. Ja, egal. So. Weiter geht's. Oh, noch ein Tagebuch. Na, dann hören wir mal rein. Das sind Aufzeichnungen eines Söldners über seine Aufträge für Trinity. Mexiko. Kenia, Sibirien? Ich hatte die Jüngere auch im Fadenkreuz, aber Rourkes Befehl lautete, sie in Ruhe zu lassen. Das ist der Dreckskerl, der Anna erschossen hat. Mhm. Hallo, Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? Fuck. Jetzt hat er unsere Frequenz. Toll. Hey. Machen wir jetzt. Kann man nicht mehr kommunizieren. Toll. Außenposten. Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Wow. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Ich hab was! Wo? Na toll. Scheiße! Falscher Alarm! Irgendein Tier! Ey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst.
Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Rook hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich. Es geht los. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Risikoreich, den jetzt zu killen. Wenn ich noch länger warte, kommt der hier wieder. Ja. Jo, jetzt sind wir auf einmal. Ja, komm, Alter, killt mich halt, ey. Was soll der Scheiß denn, ey? Soll man den denn ausschalten? Kannst du mir das verraten? Boah. Scheiße! Falscher Alarm! Irgendein Tier! Irgendein Tier! Bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Rook hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich. Es geht los. Ach, Scheiße, hier ist noch einer. Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Wie sollen wir die denn ausschalten? Boah, das ist doch mega behindert einfach. Wo? Alter, ich renn da gleich rein. Alter. Vor allem, ich kann hier nicht mal irgendwie lautlos Kill machen mit, was weiß ich, einen mit dem Bogen killen oder so. Das ist doch behindert. Kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Rook hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt. Okay, ich beeil mich. Rook hat gesagt, ich schieb dir gleich mein Döll in den Arsch, Alter. Oh, ne Witz, ey. Es geht los. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Den hole ich mir jetzt. Verreck, du Arschloch. Stimmt da drüben. Der Regen ist unnatürlich. Deine Mutter. Stellt alles auf den Kopf. Ich halte dir den Rücken frei. Scheiße. Lass mich mal ausweichen. Das muss ich mir ansehen. Close. Wenn ihr was seht, eröffnet das Feuer. Dafür bezahlen sie. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Verlass dich drauf. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ja, Alter. Leck mich, ey. Ach, was, leck mich im Arsch. Yo, ich muss die umbringen, oder was? Willst du mich verarschen, oder was?
ist sie. Verdammt, sie macht Geld auf uns! Wir werden den Mörder finden. Ich muss rausfinden, was hier los ist. Gut. Das ist doch scheiße, mein Gesicht. Keine Chance. Fuck you, Alter. Ohne Witz. Verdammt, Männer, halt dein Maul, Alter. Witz. Laden, Frau. Laden, Sam. Siehst du jemanden? Dann würde ich bereits schießen. Das ist nicht dein Ernst. Verdammte Lara Croft, wir müssen sie aufhalten. Keine Sorge, das werden wir. Ach ja? Wegen der neuen Ausrüstung oder was? Nein, aber wegen Rook. Oh, so hast du mich also... Oh. Ja, gut, oh, ja, ja. Oh, oh, oh. Kann ich speichern? Joop. Diese fetten Kommandoaffen sind halt echt ein Problem. Okay, der hat, glaube ich, uns entdeckt. Also, die Leichen ist aber kein Problem. Oh, Scheiße. Ich sehe mich lieber mal um. Weil den kann ich eigentlich gut ausschalten von hier, von der Ecke. Finne.